Damen und Herren, zu 2 plus 4 unser Thema heute. König Fußball, warum Deutschland Weltmeister wird. Ich stelle Ihnen unsere Gäste vor. Jürgen Trittin ist da, er ist Werder Bremen-Fan und stellvertretender Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen. Carmen Thomas ist da, sie ist Journalistin und die erste Frau, die im deutschen Fernsehen eine Sportsendung moderiert hat. Und Schalke-Fan, 05 und 04. Conny Littmann ist bei uns, er ist Präsident von FC St. Pauli und zu Gast Professor Wilfried Rott, Publizist. Herzlich willkommen an Sie alle, schön, dass Sie da sind. Drei Tage noch, dann geht's endlich los. Anpfiff für die Fußball-Weltmeisterschaft. Spitzenspiele, feiernde Fans, deutsche Charmoffensive. Und am Ende werden wir Weltmeister. Herr Trittin, wer wird Vize? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass wir eine gute Chance haben, weil wir einen Trainer haben, der versucht, aus den nicht umfassenden Begabungen, die wir haben, das Beste rauszuholen. Aus den nicht umfassenden Begabungen. Das ist jetzt höflich ausgedrückt. Ja, wenn Sie mal gelegentlich andere Ligen gucken und das mit der Bundesliga vergleichen, da sehen Sie, dass in vielen häufig schneller gespielt wird, dass die Technik häufig besser war und dass eben auch ein paar Einzelkönner dabei sind, die wir hier in Deutschland so nicht aufzubieten haben. Aber man kann mit Geschlossenheit und mit einer systematischen Spielweise einiges rausholen. Mein Verein ist dafür ein Beispiel und ich habe so ein bisschen den Eindruck, bei Klinsmann könnte das auch klappen. Meine Unterstützung hat er dafür. Gehen wir mal davon aus, dass die These bestätigt sich, Deutschland ist im Endspiel. Wer wäre denn in Ihren Augen Ihr Lieblingsgegner einer deutschen Elf? Also keine Frage, Brasilien, weil die gelten einfach als die Leute, die am allerbesten auf der Welt Fußball spielen und deshalb sich an den Besten zu messen, ist dann immer dann wird unsere These aber brüchig, dass Deutschland Weltmeister wird. Ja, ich glaube das ja auch nicht. Wir haben ja nur nicht widersprochen. Herr Littmann, Ihr Club, der FC St. Pauli, hat gegen Trinidad Tobago gespielt, hat gegen diese Mannschaft verloren. Was gibt es, was wir von Mannschaften, die wir jetzt nicht alle so gut kennen, lernen können? Das müssen Sie ja dabei beobachtet haben. Naja, vor allen Dingen können wir auf Überraschungen hoffen. Jede Weltmeisterschaft hat eine Überraschung parat gehabt in der Vergangenheit. Und mein Herz gehört immer den Kleinen, den Underdogs, also Angola, Trinidad, Tobago, ein paar mehr dabei. Und Elfenbeinküste nicht vergessen. Für mich kein Außenseiter. Kein Underdog, kein Außenseiter. Warum gehört Ihr Herz hin? Haben die was wir nicht haben? Hä? Oder ist es einfach nur so eine soziale Kompetenz, die Sie jetzt hier deutlich machen? Nein, die haben natürlich nicht so eine Tradition im Fußball. Im Zweifel haben sie auch Glück gehabt, sich zu qualifizieren. Die sind nicht die Spitzenmannschaften wie die Brasilianer, die Argentinier. Sind ganz klar Costa Rica, wenn wir jetzt da nicht 3-4-0 gewinnen, wäre es eine Sensation am Freitag. Die sind also Underdogs in vielfacher Hinsicht und mich würde es freuen, wenn eine Überraschung gelingt, auch gegen die deutsche Mannschaft im Übrigen. Also hätte ich gar nichts dagegen, wenn wir das Auftaktspiel erstmal verlieren, dann wird alles wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt. Das bringt mich zur Frage an Herrn Rott, dass insbesondere in den Feuilletons, und Feuilletonisten sind ja immer mit den Gedanken etwas abgehobener als nur ganz normale Sportjournalisten oder Politjournalisten, wie wir es gemeinhin so sind, die sagen, es sei gar nicht weiter schlimm, wenn die Deutschen verlieren. Hauptsache, es werde schöner Fußball gespielt. Meinen Sie wirklich, die Deutschen würden das so hinnehmen, wenn wir glänzend Fußball spielen, aber dreimal hintereinander verlieren und nach Hause gehen? Also hinnehmen wird man sicher nicht mit Ruhe, so wie ich die Menschen als Menschen kenne. Und da sind die Deutschen in erster Linie Menschen und identifizieren sich mit etwas. Das Schöne am Fußball ist zweifellos was Schönes. Und ich bin hier so der Außenseiter, bin kein Fan von einem Club. Ich bin auch Österreicher, ich weiß daher, wer nicht Weltmeister wird, nämlich Österreich. Und ich weiß sonst nicht einmal, wer mitspielt. Ja, wer jetzt alle, Sie nennen hier Mannschaften, die mir Gegenden nennen, die ich bestenfalls nicht einmal aus dem Geografieunterricht kenne, weil es die Staaten oft noch gar nicht gab. Also ich will sagen,
es mag schön sein, das anzuschauen. Und es gibt eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum, das sind Sportfotos, die mit Ballett oder mit Michelangelo verglichen werden. Und in der Tat, da ist eine große Ähnlichkeit. Also ich finde, das hat seinen Reiz, wer dann ist, wie es so schön heißt, aber der Fan, Beste. Aber ein Fan ist ja Jürgen Trittin. Das, dabei fällt mir ein, haben sich denn schon Goleo gekauft? Nee. Oder eine deutsche Fahne im Auto? Nein, das muss man nicht machen. Sie sind mitschuld an der Pleite, Herr Trittin. Jetzt wissen wir es. Wenn der wirtschaftliche Aufschwung nicht so kommt. Aber wer sich ein solches Maskottchen zulegt, mit, ich hätte fast gesagt, mit ohne Hose, ne? der muss sich nicht wundern. Also da ist in der Vorbereitung einiges nicht so gelaufen, wie das vielleicht hätte laufen können. Aber das wird alles kein Abstrich machen. Wir werden am Ende eine schöne WM haben. Sobald das am Freitag losgeht, werden die Leute das gucken. Die werden in die Biergärten gehen, die werden sich amüsieren, die werden Wetten abschließen. Es wird gute Stimmung sein. Glauben Sie auch, Entschuldigung, wenn Deutschland nicht es gleich verliert, wie Littmann sagt? Ja, wir kriegen natürlich eine Debatte, wenn die Deutschen nicht weiterkommen ins Achtel oder ins Viertelfinale. Wir kriegen immer eine Debatte. Aber das ist schon so. Nur ich glaube trotzdem, die Hauptsache wird sein, dass die Menschen sich daran freuen und alles, was da jetzt drüber diskutiert wird, was das an Erwartungen aufgepumpt wird, was an Ärger hier in Berlin mit den Straßensperren, das wird alles vergessen sein, weil im Wesentlichen werden die Leute ihren Spaß haben und werden versuchen, mit ihren Kollegen und Kollegen das zu sehen. Und die sind auch so, dass sie sich natürlich freuen, wenn die deutsche Mannschaft gewinnt. Ich glaube, es gibt viele in diesem Lande, die schon allein aus einem einfachen Grunde dem Klinsmann die Daumen drücken, weil er es gewagt hat, gegen diese Dreiheiligkeit von Bayern, Beckenbauer und Bild-Zeitung anzutreten und seinen eigenen Kurs zu fahren. Und deswegen drücken wir ihm besonders die Daumen. Aber wir werden gleichzeitig uns an Spielen freuen können, wie beispielsweise Kroatien oder Brasilien. Das wird sicherlich ein sehr, sehr schönes Spiel. Aber bevor wir über Klinsmann reden, Frau Thomas. Ich habe ein Stück Beschwörung mitgebracht. Ein Stück Beschwörung? Ja, weil ich denke, hier ist drin, warum, was für die Leute wichtig ist im Zusammenhang. Weil das ist ja dolle Produkte. Ein Tor geschossen hat. Das aber ist ja das Gute. Ne? Das kann auch Brasilien sein, kann auch Kroatien sein. Das war 1954. Das ist 1954. Das war Herbert Zimmermann. Das war Herbert Zimmermann. Und wissen Sie, wer die Rechte auf diesem Stück hat? Naja. Hans-Christian Ströbele. Ja. Ist das wahr? Aber jetzt hat er was für ihn getan. Der mischt doch wirklich überall. Aber Frau Thomas, was ich Sie fragen wollte, bevor wir jetzt über Klinsmann sprechen, würde ich gerne erstmal grundsätzlich ein bisschen was über diese Nationalmannschaft von Ihnen allen erfahren, weil ich als Nicht-Fußballkennerin tue mich natürlich doppelt schwer, diese Mannschaft überhaupt einzuschätzen. War es je schwerer, eine Nationalmannschaft einzuschätzen, als dieses Mal? Also auf dieses Niveau kann ich mich deshalb nicht einlassen, weil das nicht mehr mein Brit ist. Ich war vor 33 Jahren, war ich das, worüber Sie gerade anknüpfen. Mein Ding ist mehr dieses hier zu gucken, was ist eigentlich in der Gruppendynamik und was bedeutet diese, warum ist das so, dass die Leute sich da so draufstürzen? Und deshalb fand ich dieses Teil einfach ziemlich genial, weil das dient ja irgendwie zur Nachbesserung von Image. Und die Deutschen haben ja was sehr Eigenartiges an sich. Nach draußen zerstören sie immer das Image, indem sie über ihre Ausländerfeindlichkeit so rumklagen, dass Amerikaner immer vollständig enttäuscht sind, dass hier nicht lauter kahlköpfige Menschen rumrennen. Es wird immer was beschworen, was schwierig ist. Und gleichzeitig hoffen sie dann, dass sie ihr Image aufbessern können. Und das hat ja ganz viel, also diese Weltmeisterschaft ist ja das eine, ist ja das sportliche Event und das andere ist das politische daran. Und ich finde, dass in diesem Ball, das Politische sehr schön zum Ausdruck kommt, nämlich, dass Menschen wieder stolz sein konnten. Und sie haben so eine Sehnsucht nach Stolz und nach sich einlassen. Wir können ja jetzt das auch gerne umdrehen und erst darüber reden, was die Faszination ist und wie. Aber ist es wirklich, Herr Rott, erlaubt, direkten Vergleich zwischen dem sogenannten Wunder von Bern 1954 und der Zeit heute zu ziehen, war nicht die Voraussetzungen waren ganz andere. Und außerdem weiß ich gar nicht, ob im Moment des Weltmeistertitels diese hohe Bedeutung des Titels schon jedermann klar war, das doch im Nachhinein reininterpretiert. Also heute wäre es eben auch möglich, wie Sie sagen, und das hofft man fast, also nicht, dass Deutschland verliert, wünsche ich nicht, damit da kein Missverständnis ist, aber selbst wenn es verlöre, bliebe, wie Sie sagen, eine gute Stimmung vermutlich, weil die Sache Fußball so fasziniert. Damals, 1954, war das was anderes, da waren Underdogs, die auf der Weltbühne nicht vorhanden waren. Und auf einmal damit
es war nicht einmal Stolz. Das war einfach, sie sind, glaube ich, damals in eine Gemeinschaft wieder eingetreten. Das ist unvergleichlich, das Wunder von Bern. Wie Trinidad und Tobago. Das ja. Das hat damit überhaupt nichts. Und Fußball ist ja auch in den Ländern interessant, wo es einen Aufstieg bedeuten kann, auch einen sozialen Aufstieg. Das ist bei uns, wir haben diese satten Millionäre, um da vielleicht auch was einzumischen, was ich nicht so gut finde, die also für ein irres Geld handeln und gehandelt werden, ja auch etwas Eigenartiges, während in anderen Ländern ist es ja die unheimliche Chance, nach oben zu kommen. Das fehlt doch hier völlig, dieses Movens. Also ich weiß nicht, ob die normalerweise zu solchen Reichtum kommen könnten, glaube ich eigentlich auch nicht. Ich finde, dass das uns ja lauscht. Muss auch niemand kommen, um das mal zu sagen. Ja? Nur kein Nein. Naja, aber so ganz ohne ist der Gedanke nicht. Da kommen wir jetzt Herrn Littmann zurück. Ist es möglicherweise ein ganz besonderes Motiv der Länder, die neu sind, die vor allen Dingen aus Afrika kommen und einen glänzenden Fußball spielen und auch mitspielen, dass die noch Hunger haben, dass für die Fußball noch so ein bisschen die Möglichkeit ist, aus dem eigenen Elend zu entkommen? So wie es mal für die Südamerikaner war, nur die sind inzwischen, die Brasilianer, glaube ich, sind fast alle in Europa, da spielen nur noch zwei in Brasilien. Ich glaube nicht nur aus dem eigenen Elend zu entkommen, sondern natürlich auch eine Form der nationalen Identität vielleicht zu schaffen. Wenn man sich Angola ansieht, dann ist das schon wichtig für die Nation auch, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was über Fußball entsteht. Das ist ja auch eine positive Seite am Fußball, dass es Menschen zusammenführt, auf aller Welt zusammenführt. Positive auch das Spiel, ich will gar nicht leugnen, ich gucke mir jedes Spiel an, der deutschen Mannschaft ganz sicherlich. Ich freue mich, wenn die Deutschen gewinnen, aber es klar ist, und ich glaube, da haben auch viele Spaß dran. An den Spielen haben viele Spaß. Was das Ärgernis ist dieser Fußball-Weltmeisterschaft, ist doch das Drumherum. Fußball ist einzig und allein ein großes internationales Geschäft geworden. Und das ist doch das, was die Menschen ärgert, mit dem die Menschen konfrontiert werden. Und das hat ja zu Absurditäten geführt bei dieser Weltmeisterschaft. Sie dürfen ja eigentlich gar nicht Fußball-Weltmeisterschaft 2006 sagen, Herr Bremer. Das hat Ihnen die FIFA ja verboten. Den Turniersieg bei einem ganz großen internationalen Turnier, in der sogenannten AOL-Arena, die man auch nicht mehr so nennen darf, in Hamburg, wo Spiele ausgetragen werden, werden auf den Pinkelbecken Villeroy und Bosch abgeklebt, damit da keine falsche Werbung auf den Männerklos gemacht wird. Das ist doch absurd. Also diese Absurditäten, die FIFA eingeführt hat, weil es eben ein Riesengeschäft ist, was hier abläuft auch, diese Absurditäten vermiesen den Menschen den Spaß am Spiel. Und das würde ich gerne. Das würde ich gerne Herr Trittin fragen, aber da Sie Beifall klatschen, sind Sie der gleichen Ansicht. Nein, ich glaube, dass viele sich darüber aufregen, über solche Absurditäten, dass man das nicht so nennen darf, dass in einer deutschen Fußballarena, dann ursprünglich war das ja der Plan, amerikanisches Bier verkauft werden sollte, das bis hin zum Bratwurstverbot, all sowas ist natürlich einigermaßen absurd und die FIFA wäre sicherlich in ihrem gesamten Finanzgebaren eigentlich ein Fall für Transparency International, was da abgeht. Nur mein Verweis von vorhin war, ich glaube, die Leute ärgern sich jetzt drüber, aber wenn das Spiel angepfiffen wird, dann sind sie beim Spiel und sagen, okay. Sie wollten dazu was sagen. Ich wollte nur sagen, ich denke mal, dass die Leute sofort, wenn sie die Firma mit dem Pinkelbecken nennen, sofort sagen, kriegt er jetzt da auch Geld für? So ist das ja das Schreckliche, dass solche Verdächtigungen, dass alles zu Geld gemacht wird, irgendwie völlig absurde Folgen irgendwie hat. Ne? Das heißt, das Durchsetzen mit dem Geld, was ja eigentlich den Fußball selbst zu einer Farce macht. Es ist ein Machtkampf um Geld geworden. Und das ist weit von dem, wo es ursprünglich mal angefangen hat, in der Bescheidenheit, ganz weit entfernt. Und die Frage ist ja, ist das überhaupt wiederherstellbar an jemanden wie Sie, der da sich viel drin auskennt? Glauben Sie, das sagt ja, Herr Roth. Er glaubt, dass die Leute, wenn es losgeht, wieder Spaß haben. Ich glaube nicht, dass es nur Meckerei ist. Wenn wir nehmen den Platz vor dem Reichstag, dem deutschen Volk, man hat es geändert, der deutschen Bevölkerung steht jetzt drinnen, aber draußen steht noch, draußen steht noch immer dem deutschen Volk. Davor ein Platz, da gab es einen Riesenstreit, weil dort immer gekickt wurde. Ja. Das war aus Westberliner Tradition. Dann ist gesagt worden, das ist ein Ort der Würde geradezu. Straßenfußball, der findet bei uns nicht mehr statt. Da nicht stattfinden. Was ist jetzt? Sie fahren am Reichstag vorbei auf dem Platz, ich glaube, er heißt ja der Republik. Ja. Ja? Und was ist? Adidas, Platz von Adidas. Und der ist gratis.
gratis an Adidas gegeben worden. Und vielleicht, wenn ein bisschen Geld rüberkommt, dann wird was für wohltätige Zwecke gegeben. Es kommt keins rüber, schwöre ich. Ja, ich finde das unmöglich. Sie sehen den Reichstag nicht mehr. Stattdessen stellt man die Kunstkuppel hin, ja, also dieser Reichstagsarena. Sie sind Bundestagsabgeordneter, sind Sie mal nicht böse. Aber das ist nur noch peinlich. Ja, ich gebe Ihnen völlig recht. Sind Sie bei mir in der Opposition? Sind Sie bei mir an der falschen Adresse? Weil der Bundestag und der Bundestagspräsident hätte sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Und die gleiche Berliner Stadtverwaltung, die noch in Gestalt einer Baustadträtin Mitte mit Bußgeldbescheiden gewunken hat, als dort gekickt wurde, hat dann zugelassen, gegen den Widerstand des Bundestages an dieser Stelle, dass das Ding dort errichtet wird. Das ist ein Stück Spaß und Entscheidung der Stadt Berlin. Nun gehört es ja zum Kapitalismus, dass er immer ein bisschen übertreibt. Aber wenn wir mal ehrlich miteinander umgehen, wäre denkbar, dass es einen Club wie St. Pauli noch gibt, wenn der Fußball nicht längst kommerzialisiert wäre? Wäre überhaupt denkbar, dass der Fußball so aussehen würde, wie er jetzt aussieht? Ist das nicht eine Entwicklung, die wir nicht mehr zurückdrehen können? Können wir nicht zurückdrehen. Gebe ich Ihnen völlig recht. Der Fußball in Deutschland klang ja schon an. Ist ja auch schon längst ein europäischer, wenn nicht internationaler Fußball, wenn man sich das ansieht. Also ich habe neulich meine Übertragung Champions League gesehen. Das war ein besonderer Scherz, weil Arsenal London hat gespielt. Und das Endspiel haben Sie gesehen. War im Halbfinale, sagt der Reporter. Und jetzt freuen sich die Engländer alle. Ach so, Moment mal, da steht ja kein Engländer mehr auf dem Platz. Also wir haben ja, wenn man das sieht, jetzt auch in der Bundesliga schon längst eine Mehrklassengesellschaft in der ersten Liga. Das geht weiter runter in die zweite und dritte Liga mittlerweile. Das kann man im Grunde genommen den Tabellenplatz in etwa vorhersagen an dem Geld, was für ein Etat zur Verfügung steht pro Saison. Selbstverständlich regiert das Geld schon längst den Fußball im Wesentlichen. Und die Frage ist eigentlich natürlich für die Vereinsführung, jetzt komme ich dann auf mich vielleicht zurück, wie kriegt man denn den Spagat hin? Also den Spagat, dass eine Identität noch mit einer Mannschaft überhaupt vorhanden ist, mit dem Club vorhanden ist. Also was tut man denn alles für die Fans? Und wenn ich mir ansehe, was bei der Fußball-Weltmeisterschaft für die Fans getan worden ist, dann muss ich sagen, da darf also, glaube ich, jeder Sponsor dreimal eher rein als jeder Fußballfan in dieser Arena. Und das ist im Grunde genommen der Skandal, weil man hätte es ja auch anders verteilen können. Man hätte natürlich Bundeswehrsoldaten auf die freien Plätze zu setzen, weil man die Karten das losgeworden. Man hätte natürlich ganz zivil als Fans. Ja, man hätte natürlich auch sagen können, die Dauerkarten haben, in Hamburg, in München, wie auch immer, haben bestimmtes Vorkaufsrecht. Die Fußballfans sind, man hätte es also auch anders qualitativ verteilen können. Stattdessen haben wir volle Ränge. Ich weiß nicht, wer da alles sitzt, aber wir haben ja gehört, 99% der Karten sind mittlerweile verkauft. Aber ich fürchte eben, dass viele dieser Karten eben nicht an die eigentlichen Fans gehen, sondern die sitzen dann vor dem Bildschirm oder vielleicht können sie noch auf diese Public Viewing Areas, das ist ja jetzt das Neue, das öffentliche, gemeinsame Schauen, das kollektive Schauen auf den Bildschirm wird ja kultiviert und sicher auch dann nach einer Erprobungsphase in Deutschland auch entsprechend kommerzialisiert. Carmen Thomas möchte Ihnen darauf gerne antworten. Ich muss Sie aber ganz kurz vertrösten, weil wir kurz ein bisschen Geld verdienen müssen. Wir sind aber gleich zurück bei 2+4. Damit wir beim Kommerz sind. Gleich geht's weiter bei 2+4, präsentiert von der Sparkassen Finanzgruppe. Gut, wenn sich Kompetenzen ergänzen. Mit bis zu 1,8 Megabit pro Sekunde unterwegs ins Internet. Verblüffend schnell. Die neue Web&Walk-Card von T-Mobile.
Medizinische Bildgebungstechnologie wie der Lightspeed VCT-Scanner von GE Healthcare gibt dem Arzt genauestens Aufschluss über das menschliche Herz. Vielleicht sogar über das Leben an sich. Ein gesunder Herzschlag nach dem anderen. Healthcare Reimagined. GE. Imagination at Work. Leistungsstart. Ab dem 1. Euro 2,5% Zinsen. Kostenlos und täglich verfügbar. Rufen Sie jetzt an. 080-210-1000. Jetzt geht's weiter bei 2 plus 4, präsentiert von der Sparkassen Finanzgruppe. Gut, wenn sich Kompetenzen ergänzen. Zurück bei 2 plus 4, König Fußball regiert. Und wir Deutschen, wir werden Weltmeister. Darüber diskutieren wir hier am Tisch, sind gerade bei dem Missverhältnis zwischen Kommerzialisierung und Faninteresse. Frau Thomas, wir können ja kritisieren, dass der Fußballsport immer kommerzieller wird. Wir können auch kritisieren, dass die Sponsoren diese Weltmeisterschaft sehr stark prägen. Aber sie tun es doch deshalb, weil die FIFA, also der Weltfußballverband, das so will. Er wollte 16 oder 18 Hauptsponsoren, die wahnsinnig viel Geld in die Kasse der FIFA gespielt haben. Dass dann die Sponsoren sagen, dafür müssen wir was kriegen, ist doch eigentlich nachvollziehbar. Wenn man verurteilt, muss man nicht die FIFA verurteilen, die weniger an die Fans denkt, als vielmehr ans eigene Geld? Ich wollte eigentlich auch auf eine andere Ebene, nämlich, dass der Fußball ja mehrere unterschiedliche Facetten hat. Nämlich, in welcher Weise nehme ich Fußball wahr? Bin ich ein Fan, der immer ins Stadion marschiert? Sitze ich da in der Südkurve oder in der Loge? Sitze ich direkt am Spielrand und besitze ich nur zu Hause und treffe mich mit Freunden oder sehe ich das alleine? Oder bin ich zum Beispiel jemand, der aktiv Fußball spielt? Die Begeisterung von so Menschen wie Ihnen hat doch nichts damit zu tun, dass das jetzt so toll wäre, sondern in Wahrheit knüpfen Sie doch an Ihre Kindheit und Jugend an, vermute ich mal. Während zum Beispiel, das ist ja auch das, was den Mädchen, die so alt sind wie ich, zum Beispiel verwehrt war, wir durften nicht pfeifen und wir durften nicht Fußball spielen, weil das galt als total, also was war völlig out, dass Mädchen sowas machten. Das aber auch anders geworden. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, 800.000 Frauen spielen jetzt aktiv Fußball und von den Kids, von den Jungs, sind ja unheimlich viele, die aktiv Fußball spielen. Und von dem speist sich diese Begeisterung ja überhaupt. Das heißt, da wird ja was kommerzialisiert, was tief in den Herzen der Menschen wohnt und was dieser aktive, spannende Sport ist. Und deshalb glaube ich, ist das eben so zwei Welten, die auch verglichen werden müssen, nämlich die, die aktiv Fußball spielen und die den Spaß am Spiel auch persönlich am eigenen Leibe kennen und die, die einfach nur gucken und Bier trinken und besser passen. Ja, wenn das richtig ist, was Sie sagen, Frau Thomas, dann ist es doch trotzdem gerade noch ein größeres Vergehen, wenn ein Weltfußballverband sich völlig drüber hinwegsetzt und sagt, mir geht es erstmal um die eigene Kasse, ich brauche vor allen Dingen zahlungskräftige Kunden, egal wo die Fans bleiben. Und warum wehrt sich eigentlich niemand dagegen? Ja, es ist was Eigenartiges, denn es ist eigentlich ja was Populäres, hat mit dem Volk was zu tun. Ich komme wieder auf dieses Wort. Und zur gleichen Zeit was völlig Undemokratisches. Es ist ja auch kein Zufall, König Fußball regiert. Ja, die letzte Monarchie, die es gibt. Kaiser Franz. Ja, das sagt doch alles. Es ist doch nicht einmal Stimmvieh. Es ist nur noch Applausmaschine, was hier stattfindet. Ja, vielleicht ist es eine tiefe deutsche Sehnsucht. Und insofern wird mit denen natürlich Schindluder eigentlich schon getrieben. Mit der Begeisterungsfähigkeit sowohl derer, die mal selbst Fußball gespielt haben, wie die eben ohne dies gewesen zu sein, trotzdem unheimlich viel Spaß dran haben. Das finde ich das, und das ist dann noch ein extra Kapitel, dass sich die Intellektuellen da noch dranhängen, finde ich das Schandbarste in dieser Heroisierung einer längst zur Kommerzmaschine gewordenen Sache. Es hängen sich alle im Moment dran, und wenn Sie Kaiser Franz ansprechen, dann muss ich hier einfach mal zwei Dinge zitieren, die er so in den letzten Tagen in die Runde geworfen hat. Zum einen, Herr Littmann, spielerisch sind die meisten anderen besser. Und zum zweiten, Herr Trittin, Ballack wäre kein Führungsspieler. Was ist das für eine Monarchie, die ihre eigenen Leute schlecht macht? Oh Gott, das hat er ja schon immer gemacht. Also das ist ja nun nichts Neues. Der Franz hat seine eigene Meinung. Schauen wir mal,
Und am Ende hat er recht gehabt. Aber ich will noch mal auf das zurückkommen, was Herr Rott gesagt hat. Also, auch als Intellektueller, ich will mir nicht den Spaß am Spiel verderben lassen. Ich bin ein geiler Fußballfan. Also, ich finde es ein geiles Spiel. So. Ich ärgere mich, wenn der Pass ins Leere geht. Ich ärgere mich, wenn der zurückgespielt Ball, wird. Ja, Gott, wird ja so selten zurückgespielt. Das war doch ein bisschen deutsche Krankheit, habe ich gelernt. Ja, bislang. Ich glaube, wir werden gar nicht so viel zurückspielen, aber die anderen werden vielleicht besser nach vorne spielen. Ist auch egal. Also ich habe einfach Spaß an dem Spiel. Und den Spaß will ich haben, weiter auch. Wir brauchen auch Partner dazu. Also keine Frage, auch im kommerziellen Fußball, man braucht Partner dazu. Aber nicht diese Dominanz. Und ich will was Zweites ergänzen dazu, zu diesem ganzen Komplex Fußball-Weltmeisterschaft, die wir uns da, über die haben wir uns so gefreut, als der Blatter gesagt hat, hier Deutschland ist es. Die sind alle zu Gast bei Freunden, die Welt zu Gast bei Freunden. Ich habe den Eindruck, die Welt ist zu Gast bei bewaffneten Freunden. Und wir sind hochbewaffnet im Moment. Ich kann mir kein Trainingslager vorstellen. In Hamburg hat es gerade stattgefunden, heute. Haben die Amerikaner ein Trainingsspiel gemacht. Nach München 72 da sind ist das die, doch nachvollziehbar. Ja, Moment mal, aber die sind mit Schnellfeuergewehren da, also drumherum, mit MPs da drumherum, um diesen Trainingsplatz stehen die da und trainieren. Was ist denn das noch? Also was hat das dann noch mit Spiel zu tun? Das ist dazulernen. Und wenn man sich anguckt, die Amerikaner mitten in Hamburg untergebracht, aus strategischen Gründen, im Übrigen stadtpolitischen Gründen, weil dann sind die Journalisten mitten in Hamburg und berichten auch mitten aus Hamburg, viel besser als irgendwie aus so einem Waldgebiet heraus zu berichten, also über die Stadt berichten. Hat sich die Stadt 70 Millionen kosten lassen, zahlt sich aus oder nicht? Also diese ganzen Zusammenhänge, die da entstehen drumherum um das Spiel, die verderben mir den Spaß am Spiel, muss ich sagen. Ist das Sicherheitskonzept, das ja noch aus der rot-grünen Zeit stammt und vom jetzigen Innenminister Schäuble weitgehend übernommen worden ist, noch verfeinert worden ist, ist das überdreht? Ist das zu viel des Guten? Weiß ich nicht. Ich bin da zu wenig Experte. Aber natürlich ist die Erfahrung, ja, ich habe zum Beispiel eine andere Erfahrung bei uns in Göttingen, in meinem Wahlkreis sind die Mexikaner. Die sind ein bisschen außerhalb im Sporthotel, die sind in der Stadt und da ist unglaublich ganz, ganz offene und freundliche Atmosphäre. Und das ist eben auch ein Unterschied, ob sie eine US-amerikanische Mannschaft haben mit all den Befürchtungen, ob die real sind oder auch den Druck aus den USA an dieser Stelle dafür zu sorgen. Und natürlich die Erfahrung, Frau Thomas hat darauf hingewiesen, von 72 im Hintergrund, da geht man eben möglichst kein Risiko ein. Ich glaube, das ist, muss man wohl leider so machen. Das andere, was ich denke, aber die Diskussion, die hier stattgefunden hat, gerade in den letzten Wochen, zu Gast bei Freunden, was da an Schimpf und Schande über Uwe Heyer ausgeschüttet worden ist, weil er einfach die Tatsache ausgesprochen hat. Nein, das hat er wirklich nicht. Also wirklich. Ich finde, das ist doch so eine Hysterisierung. Ich muss das mal sagen. Ich will das nicht kleinreden. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass es 400.000 Körperverletzungen im letzten Jahr gegeben hat und davon 600 aus diesem Rechtsradikal. Es hat auch sowas, es herbeireden und diese Leute unter Druck setzen. Wissen Sie was? Ich finde immer, dass diese Leute unbedingt was lernen müssten über Reaktanz. Reaktanz kommt aus der Elektrotechnik, heißt Blindwiderstand. Das heißt, wenn ich ganz oft über was rede, dann provoziere ich es erst, dass es entsteht. Das heißt, solche Leute müssen mal was machen. Deswegen wollten wir heute auch ehrlich gesagt die schlechte Nachricht gar nicht bringen, weil es ist eine Tatsache, dass viele Menschen sich schlicht und ergreifend, nein, es ist nicht überzogen, sich wirklich in ihrer Freiheit eingeschränkt sehen, weil sie dort nicht sprechen, weil wir genügend Sendungen auch zu diesen Themen schon gemacht haben, obwohl ich Ihnen natürlich das Recht einräume, ist nicht bei aller Liebe zum Fußballsport ein aggressives Potenzial, das natürlich alles akzeleriert, was geschieht, einfach aber in dem Sport so drinnen, es geht um Kampf, es geht um Sieg, die ganze Sprache ist martialisch. Es geht um Nationalismus. Ja, dann darf man sich doch nicht wundern, und das muss man sagen, es ist eben dann auch eine harte Geschichte. Aber Herr Rott, ich habe doch beim Tennis viel direkter diesen Vernichtungsdrang. Da habe ich einen Gegner und den will ich vernichten. Ich will das Spiel gewinnen. Das ist doch noch anders beim Fußball. Außer die also Messerstecher. Sloterdijk hat gesagt, Messerstecher. Das ist alles so eine, also so wie Nationen.
eine Erregungsgemeinschaft sind, erregt natürlich der Fußball im eigenen Land bei einer WM besonders. Das ist doch, muss doch nicht gleichbedeutend mit aggressiv sein. Aber es wird doch gefördert. Wenn Sie sich heute die Stadien anschauen, die haben ja mit dem antiken Stadion, groteskerweise das Berliner Olympiastadion am wenigsten, das noch am stärksten dem antiken entspricht, weil es sehr weit und offen ist. Wir wissen, wer es gebaut hat. Aber es hat, ich sage ja, grotesker oder komischerweise, was weiß ich, aber die anderen sind doch der Kessel. Es ist doch die Idee. Es finden, mit Verlaub, ich sage dieses Wort, Kesselschlachten statt. Ja? Es hat eine gewisse Geschichte, dieses Wort. Und das ist beabsichtigt. Ja? Bayern München wollte ist nicht mehr. Gestatten Sie mir die Anmerkung, der Begriff ist sehr negativ besetzt. Es gab eine Kesselschlacht in Hamburg, der Hamburger Polizei gegen Demonstranten. Das war nun gar nicht so schön. Vor 45 gedacht. Aber wir werden diese Kesselschlachten ja deshalb nicht erleben, weil, Herr Trittin, diese WM so weit von den Fans entfernt ist wie nie zuvor. Da sitzen dann lauter beschlipste Menschen auf den Rängen. Die werden sich bestimmt nicht die Köpfe einschlagen. Ich hab gehört, dass die Sponsoren teilweise Schwierigkeiten haben, ihre Sponsorenkarten loszuwerden, weil Leute sagen, nein, ich habe von Sponsoren auch keine genommen, weil ich in diese Diskussion nicht rein möchte. Und, Sie kriegen aber eine übers Protokoll. Nein, ich kriege auch keine übers Protokoll, weil ich kein Minister mehr bin. Und ich fände das auch nicht weiter schlimm. Ich habe mich nur mal beworben, habe keine gekriegt, ist gut. Das Problem ist in der Tat, dass wir eine Situation haben können, dass Plätze frei bleiben, obwohl viele, viele Fans viele, viele Mühen auf sich genommen haben, Plätze zu bekommen. Und das hat was damit zu tun, dass in der Tat die großen Sponsoren an dieser Stelle die Kontingente weg hatten. Und das ist ein Phänomen, was übrigens nicht auf die WM alleine bezieht. Wenn Sie das letzte Champions League Endspiel betrachtet haben, war auch die Hälfte des Stadions mit von Sponsoren eingeladenen Leuten da. Und da läuft der Fußball in der Entwicklung rein, von dem ich nicht weiß, ob das auf Dauer die Widerstandsfähigkeit dieses Volkssports überstrapaziert. Aber ein Tick ist mir das zu wohlfall, weil es ist ja nicht ganz ehrlich. Wir hätten diese Fußball-WM in Deutschland nicht, wenn wir diese Sponsoren nicht hätten. Der Staat hätte das doch nie bezahlen können. Ich habe doch gar nichts gegen die Sponsoren. Die Frage ist, müssen die Sponsoren so viele Karten vorher blocken? Nein, nicht so viele. Der Punkt aber, weshalb einige nicht hingehen, ist ja ein anderer. Nicht, weil die so viele Karten haben, sondern weil plötzlich Staatsanwälte und Steuerfahnder auf den Plan kommen. Ich könnte das auch umdrehen. Herr Littmann, ist es nicht auch ein Zeichen deutscher Kleinkariertheit, dass wir statt unsere Gäste als Freunde zu begrüßen, dann lieber die Steuerfahndung beauftragen, geldwerten Vorteil von irgendeinem Ticket für 400 Euro nachzuberechnen? Da haben Sie recht. Nur ich glaube, es gibt einen schmalen Grat zwischen Partnern, die der Fußball braucht, und Sponsoren. Das Zweite, also Sponsoren in der Massivität, wie sie jetzt auftreten, das sind keine Partnerschaften, die wir pflegen. Wir haben andere Partnerschaften mit unseren Sponsoren. Da gehen auch nicht solche Kartenkontingente weg wie jetzt bei der Weltmeisterschaft. Das sind sicher zu viele. Aber es gibt einen zweiten Aspekt. Ich habe das ja immer erwähnt. Das ist ja auch eine Frage des Marketings der Städte. Die deutschen Städte haben sich darum gerissen, Austragungsort der Fußball-Weltmeisterschaft zu sein oder einer der Austragungsorte. Hamburg, ich erwähnte es ja, hat 60 bis 70 Millionen Euro öffentliche Mittel aufgebracht, und diese Mittel werden aufgebracht, weil Hamburg sich davon zukünftig weltweit natürlich und in den USA besonders jetzt eine andere Aufmerksamkeit verspricht. Nicht ganz so unrecht, Tor zur Welt, schönste Stadt Hamburg, schönste Stadt Deutschlands ist Hamburg. Also wir haben ja vieles zu bieten, aber 70 Millionen, aber 70 Millionen öffentliche Mittel für vier Spiele plus ein Viertelfinale, die ausgetragen werden, das ist schon eine Menge öffentliche Investition. Und gucken Sie mal in die anderen Städte, was denn da geflossen worden ist. Nicht anders als das. Eine Pleitestadt wie Berlin hat sicherlich 100 Millionen auf den Tisch gelegt, um überhaupt Austragungsort sein zu dürfen. Und da muss man sich natürlich fragen, bei all den Zwängen, die jetzt auf uns zugekommen sind, ist es denn wirklich so ein Segen? Oder hätten wir nicht vielleicht besser daran getan, Spanien das Austragungsrecht zu überlassen und wären dann dahin gefahren, gemütlich als Touristen? Die Geschichte ist eine andere. Es war ja so, dass eigentlich diese Spiele in Südafrika stattfinden sollten und dann auf massives Lobbying auch von Deutschland sie dann hierher gekommen sind und sie erst im nächsten Umlauf sozusagen in vier Jahren dann in Südafrika sein werden, die vielleicht diese Spiele nötiger haben als wir. Die Frage ist natürlich, ob die
Summen, die jetzt hier genannt werden, mit dem Willen derjenigen übereinstimmt, die diese WM eigentlich tragen sollten. Es gab eine Studie von zwei Wirtschaftswissenschaftlern, die einfach mal gesagt haben, was wäre denn, wenn man die WM in die Schweiz hätte verlegen müssen, aus irgendwelchen Gründen. Wie viel wäre jedem Bundesbürger es wert gewesen, dass sie trotzdem hier stattfindet? Und herauskamen genau 3 Euro pro Bundesbürger. Ich glaube, das ist ein Thema, ein sehr bedeutendes Thema, weil heute Wertschätzung sich immer in Geld rechnet. Das heißt, jemand, der wertgeschätzt wird, kriegt ganz viel Geld. Das ist ja auch die Debatte mit den Vorständen in den Aktiengesellschaften oder in den Chefetagen überhaupt. Das heißt, oder die Diskussion der Frauen, dass die Frauen sagen, wir werden nicht wertgeschätzt, das kann ich daran festmachen, dass ich kein Geld für meine Arbeit bekomme. Das heißt, das Mittel, um anzuerkennen, ist eben nicht wie früher, dass man irgendwie Leuten einen Lorbeerkranz gewunden hat oder irgendwie applaudiert hat oder Leuten eine Büste hingestellt hat, womit die eben schon zufrieden waren. Sondern heute ist das alles in Mark und Pfennig wird das gerechnet. Und deshalb ist eben auch eine Stadt, die sowas tut, drückt damit Wertschätzung aus. Das heißt, wir sind irgendwie emotional verkrüppelt, weil wir kein anderes Mittel mehr haben, weil nämlich Leuten zum Beispiel Orden an die Brust zu stecken, das hat verschissen, das ist nicht was, was also schon in früherer Zeit bei uns furchtbar war, was aber dann in den zum Beispiel in den sowjetischen geprägten Ländern eben auch mit Ugu belegt ist. Das heißt, wir haben keine andere Möglichkeit mehr, Leuten zu sagen, you are great, du bist wunderbar und ich möchte das anerkennen, was du tust. Ja, wobei ich glaube, dass eine Grundzustimmung schon da ist. Es ist eben tendenziell wirklich eher meckern, ja, wenn ich auch sage, dass es eigentlich begründeter sein könnte. Man nimmt diese 70 Millionen in Hamburg ja offensichtlich hin und immerhin, sage ich mal, hat man sich das Geld für das Kulturprogramm, für das große von André Heller, und ich sage das ganz vorsätzlich, obwohl ich ein Kulturmensch bin, gespart. Entschuldigung, es ist ja eigentlich kein so ein großer Unterschied zwischen den früheren Zeiten. Sie haben es verglichen mit dem Kolosseum, auch Gladiatoren haben wahnsinnig viel Geld verdient. Also würde ich gar nicht unbedingt der These von Frau Thomas zustimmen, dass sie sagt, da hat sich was verändert. Es ist klar, Jürgen Klinsmann wird nach dieser WM auch keinen Orden bekommen, allenfalls eine Vertragsverlängerung. Oder eine Million, und natürlich wahnsinnig viel Ansehen. Also es gibt natürlich schon das Surplus, das nicht im Materiellen ist, das sicher einem gut tut. Man muss natürlich, Sie gehen jetzt bis zu den alten Römern zurück, aber ich meine, es gab auch Zeiten, die wir erlebt haben, wo die Fußballer, was haben die von Bern bekommen als Belohnung? Armselig. Ja, ein neues Trikot oder sowas oder ein Kühlschrank. Kühlschrank. Also wir sagen, da ist eine rasante Entwicklung, Sie sagen, sie ist nicht mehr einholbar, aber es gab Zeiten, wo man noch 11 Freunde sein sollte. Ja, das ist aber, glaube ich, vorbei. Jetzt sind das 11 Geschäftspartner, im besten Fall der Mannschaft. Aber trotzdem, das Engagement der Städte, die Kommerzialisierung, sie ist ja auch verbunden mit einer Erwartungshaltung, Herr Trittin, die vor allen Dingen die Politik ja gerne schürt. Die Erwartungshaltung, dass eine tolle WM im Land endlich dem Volk das bringt, woran es so mangelt, nämlich Aufschwung, Hoffnung, Zuversicht, jetzt wird angepackt. Überfrachten wir nicht so was Nebensächliches wie den Fußball mit so politisch motivierten Begründungen, die ja darin kulminieren, Jürgen Klinsmann ist nicht nur ein Reformer des deutschen Fußballs, sondern er ist überhaupt das Muster eines Reformers für die ganze Gesellschaft. Ist das nicht ein bisschen voll? Ich finde, er ist ein mutiger Trainer. Er versucht dagegen die etablierten Strukturen, was ein Stück Modernisierung hinzubekommen. Dafür hat er meinen Respekt. Da drücke ich ihm die Daumen für. Nur die ganzen Erwartungen, was das mit Folgen hat jetzt, also die Binnenkonjunktur geht an, die Binnenkonjunktur geht an, weil die Leute sagen, wir geben das Geld aus, bevor wir die 3% Mehrwertsteuer nächstes Jahr bezahlen müssen. Wir haben eine bestimmte positive Entwicklung, die hat auch nichts mit dem Fußball zu tun. Ich finde, das kann man sich alles sparen, ist alles überzogen und Überfrachtung dieses Events, der in der Tat mit dem allen nichts zu tun haben. Dann bleiben wir doch mal bei Herrn Klinsmann. Herr Littmann, teilen Sie diesen Respekt? Ich finde, der ist für deutsche Verhältnisse sehr mutig. Ja. In Italien, weiß nicht, ob er die Anerkennung genießen würde, aber da gehen die Uhren ja eh ein bisschen anders. Polarisiert aber schon, ne?
polarisiert. Und das ist in Auseinandersetzung mit dem Deutschen Fußballbund in der Position ausgesprochen mutig, finde ich. Also, ich denke, die Leute, die erfolgreich sind, polarisieren immer. Denn das ist sozusagen das Geheimnis. Fragt sich, ob er erfolgreich ist. Gut, wir hatten ja aber auch andere. Also wir hatten auch einen Jupp Derwall zum Beispiel als Bundestrainer. Der hat anders polarisiert als Jürgen Klinsmann vielleicht, aber wenn ich mich recht erinnere. Aber Klinsmann ist ein junger und, wie ich finde, sehr ambitionierter. Ich finde das, was ich mitkriege und laienhaft auch oft beurteilen kann, finde das sehr gut, was er macht. Man kann ihm nur Glück wünschen und der sitzt auf einem sehr heißen Stuhl. Also ich möchte da nicht sitzen, weil alles außer Endspiel ist Versagen. Zumindest bei dem großen deutschen Boulevardblatt, was vor, hinter und unter ihm steht, die ganze Zeit. Also ich beneide ihn nicht um den Job, aber ich finde, er macht es richtig gut. Es ist doch interessant, wie sich die Politik auch zum Anhängsel macht. Weil es wird auf einmal das Wohl und Wehe dieses Landes von Herrn Klinsmann abhängig gemacht. Frau Merkel polarisiert im Moment gar nicht. Die erweckt nur Sympathien, weil sie eben nichts tut. Aber man weiß, es gibt ja eine Geschichte, die Erfolge der deutschen Mannschaften, wie die mit Kohl und was weiß ich was. Ich bin da nicht so ein Experte. Ja? Aber es ist wirklich eigenartig, wie man sich zum Sklaven, zum Anhängsel einer angeblich schöner Betonung. Früher war Fußball eine Nebensache und die Politiker haben sich auch nicht sonderlich darum gekümmert. Das ist eigentlich eher seit Helmut Kohl anders. Der hat die ja richtig vereinnahmt. Gerhard Schröder hat sie auch ein bisschen vereinnahmt und jetzt erst recht. Das lenkt ja auch von den eigenen Problemen so schön ab. Rott, das ist doch herrlich. Ich hab so eine, lenkt ab. Ja, eine Ablenkungsfläche, die doch richtig herrlich ist. Wie wird denn das nachher aussehen? Also Klinsmann hat doch nur folgende Chance. Entweder er kommt ins Endspiel, wird sogar Weltmeister, dann hat er den Zenit erreicht und sollte abtreten. Wenn er da nicht hinkommt, dann muss er sowieso gehen. Also ist das eine kurze, ja, für Rummenigge steht das schon fest, dass er weg muss. Ja, das ist ja ein Teil des Problems. Wir haben ja über Jahre hinweg im deutschen Fußball ein Kartell gehabt, das hat er ein Stück durchbrochen. Und das ist das, wo er gesagt hat, wir gehen mal weg von diesen alten Spielweisen, wir gehen um zu einem moderneren System. Ich brauche einen Torwart, der nicht nur gute Reflexe hat, sondern der mitspielen kann an so. Das ist, sagt ja nicht, dass der Kahn ein schlechter Torwart ist, bin ich nicht der Auffassung, sondern der passt besser da rein. Und all diese Dinge hat er gemacht gegen einen wütenden Protest und der lebt da immer in den USA und dann holt er noch Fitnesstrainer, da wollte er noch einen Hockeytrainer an so machen. Also all genau diese Dinge, an diesen Grundüberzeugungen sozusagen wie der DFB in Gestalt von Herrn Mayer-Vorfelder und Herrn Zwanziger, das ist so der Inbegriff der Modernität bis dahin gewesen, da hat er gerüttelt und hat versucht, da was rauszuholen. Das finde ich unter fußballerischen Aspekten eine schöne Geschichte und dafür drücke ich ihm die Daumen, dass das im Ergebnis sich so auszahlt. Nur was passiert, Frau Thomas, wenn es nicht so kommt? Was passiert, wenn es nicht so kommt? Ich glaube, dann gibt es nur eine Lösung, die habe ich auch noch mitgebracht, die gibt es auch zu kaufen, nämlich Fußball für die Tüte. Wir sehen jetzt endlich, dass dieses Geschäft am Rande der WM doch nicht so schlecht laufen kann. Also jedenfalls ein Konsument hat diese WM gefunden, das hat ja auch schon etwas. Ne? Also, das ist auch ein guter Schluss. Ich denke mal, es kommt am Ende wirklich nicht so darauf an. Jedenfalls appellieren wir sehr dafür, ob die Deutschen nur Weltmeister werden oder ob sie im Achtel- oder Viertelfinale scheitern. Ich denke, es kommt darauf an, dass wir ein schönes Fest feiern. Und wenn man dann Brasilien im Endspiel sieht, das ist schon Fußballhochgenuss. Das war 2+4. Für heute viel Spaß bei der Fußball-WM. Wir sehen uns in 3 Wochen wieder. Bis dahin, tschüss. Und freuen uns hier auf ein Rückspiel.